Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich begrüße ich Sie zu einer Sendung auf Back to the School, wieder mit unserem Gast Dr. Joachim Mutter. Entschuldigung, jetzt habe ich es auf der Zunge gehabt, Entschuldigung. Ich bin gerade verwirrt, weil du gerade, bevor die Kamera gelaufen ist, mir ein paar Sachen gesagt hast. Die hat mir jetzt wirklich gerade ein bisschen die Worte geklaut. Okay. Wie immer, wenn ich mit dir rede, fehlen mir die Worte, weil du einfach ein bisschen schockierst. Das heutige Thema der Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist einfach Hygieneartikel. Wir reden über Shampoos, wir reden über Sonnencremes. Und genau da war genau die Brücke, die du mir gesagt hast, Sonnencreme und auch Licht und D3. Lass uns dieses Thema noch bitte schnell in die Kamera bringen. Das D3 weiß ich einfach, also ich meine es zu wissen, das hat der Professor Spitz uns mal erklärt, ist D3 ist ganz wichtig, um ein intaktes Immunsystem zu haben. Ja, ja, kannst du so stehen lassen. Gut. Vitamin D ist noch für viele andere Sachen, wenn sie genug viel, also biologisch verfügbares Vitamin D haben. Vorausgesetzt, sie haben einen guten Vitamin-D-Rezeptor im Körper und in ihrer Zelle, weil sonst kann es schief gehen mit Vitamin D. Mhm. Aber vorausgesetzt, der funktioniert, dann ist Vitamin D auch wichtig fürs Gehirn, fürs Herz, für die Niere, für die Knochen. Natürlich. Gut, da sind wir uns mal einig. Und jetzt haben wir gesagt, es ist Sommer, es ist jetzt zwar kalt heute, aber wir legen uns in die Sonne, knallt nackt, Sonne frontal auf uns zu. Eigentlich müssten wir D3 produzieren und jetzt hast du mir gerade vorne eben erklärt, ist nicht so. Denn wenn... Ja, andererseits ist ja das, was der Professor Spitz und auch viele andere erzähle und auch in meinen Büchern steht, ist ja so, dass in Mitteleuropa wir eigentlich ja nur in der Sonne zwischen März, April und Oktober ungefähr in der Mittagssonne dann Vitamin D produzieren können, weil UVB-Licht dann da überhaupt da ist, weil ansonsten steht die Sonne zu schräg und es kommt eben nicht mehr durch. Mhm. Außer jetzt in den Alpen, also wenn Sie in ein Hochgebirge gehen, Stichwort Sauerberg, Stichwort Höhenkliniken, die haben ja damals Tuberkulosegehalt mit Vitamin D und indem die Leute eben Sonnenbäder genommen haben. Weil man weiß mittlerweile, diese Immunzellen können den Tuberkulose-Bacillus sozusagen komplett kaputt machen, aber auch nur, wenn eben Vitamin D da ist, weil da bilden die praktisch Katepsine und Defensine, die praktisch nur dann, eben dann kann die Makrophage den Tuberkulose-Bacillus kaputt machen. Also Vitamin D spielt eine große Rolle auch bei der Immunabwehr, selbst bei der Tuberkulose. Das waren Zeiten, wo man noch gar keine Antibiotika hatte dagegen. Und das ist das eine. Das zweite ist, natürlich muss die Haut, muss der Sonne gezeigt werden. Optimal ist tatsächlich nackt. Und da gibt es unterschiedliche Hautpartien. Zum Beispiel, was jetzt die Vitamin-D-Produktion betrifft, ist die Rückenhaut am effektivsten. Also die bildet, ich glaube, viermal mehr Vitamin-D als die Bauchhaut. Während eben die Haut und die Bauchhaut und die Genitalhaut eigentlich, wenn sie sonnenexponiert ist, mehr gute Hormone produzieren wie die Rückenhaut. Also auch Sexualhormone werden da gemacht. Deswegen haben zum Beispiel die römischen Gladiatoren und auch in Griechenland die Gladiatoren, um den Muskelaufbau zu stimulieren, haben sie sich praktisch mittags nackt, also der Hoden in die Sonne gestreckt, weil da eben mehr Dopingmittel produziert wird. So, das ist jetzt das Normale. Das ist das Abnormale, was wir wieder heutzutage als moderne Homo Modernicus machen. Wir einerseits, weil die Ärzte das sagen schon seit 40 Jahren, ja, die Hautkrebsrate nimmt zu und so weiter, wir müssen uns mehr vor der bösen Sonne schützen, dann gibt es eben Sonnenschutzcreme, Faktor Lichtschutzfaktor 100 und so. Titanoxid, Zinkoxid. Da sind also allerdings Gifte drin, also die ganze Studienlage zeigt, aber schon länger zeigt es die, je mehr Sonnencreme sie verwenden, desto mehr Hautkrebs bekommen sie, und zwar bösartiger Hautkrebs, in dem schwarzes Melanom, das ist einfach so. Aber das ist genau das Gegenteil. Weil diese Fettsäuren, diese Parabene, dieses Titandioxid, das wird ja praktisch in die Haut aufgenommen. Zum Teil finden sie es im Blut. Sie finden, wenn sie es reincremen mit dem Sonnenschutzcreme, finden sie praktisch innerhalb von 2 Minuten das Zeug im Blut zum Teil. Also das ist schon mal blöd. Und dann, das ist das eine. Das zweite ist, wenn ein UV-Licht praktisch auf eine Sonnenschutzcreme gesättigte Haut fällt, dann ist so, dass dann mehr freie Radikale erzeugt werden in der oberen Hautschicht. Das heißt, da entstehen mehr DNA-Schäden in der Hautzellen und deswegen auch mehr Mutationen und deswegen eben auch mehr Krebs.
das ist eindeutig. Die Hautalterung kommt wahrscheinlich gerade noch dazu. Es ist natürlich schon so, dass andere Hauttumore wie Basaliome oder Plattenepithelkarzinome da vermehrt auftreten, wo mehr Sonne drauf scheint. Das ist so. Aber ich kann ja nicht dann die aber Sonne bei dem Melanom, bei dem schwarzen Melanom, also bei dem bösartigen Hautkrebs, ist es eben nicht so, weil die meistens auch an Stellen auftreten, wo eigentlich gar keine Sonne drankommt, wie zum Beispiel Kniekehle oder Pofalte oder so oder Leiste. Oder Achselhöhle und so. Also die Prädilektionsstellen sind eigentlich da, wo eigentlich nicht unbedingt dauernd der Sonne exponiert sind. Aber da spielt eben auch die Rolle, dass die Ernährung spielt eine große Rolle. Das heißt, wenn Sie jetzt viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren essen, zum Beispiel ganz normales Sonnenblumenöl, Distelöl, was ja viele machen, oder da gibt es Bratöl aus Distelöl, das ist voll verrückt, oder selbst eben ölhaltige Cremes einschmiere, dann haben Sie im Endeffekt durch das, dass es UV-Licht dann draufkommt auf diese gesättigte Haut, die mit ungesättigten Fettsäuren gesättigt ist, dann entstehen viel mehr Transfettsäuren, die wiederum eben Krebs verursachen. Das muss man ganz oder Hautalterung machen. Das ist eine ganz klare Sache. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, wenn Sie selbst als Homo modernicus heutzutage sagen, okay, machen wir alles nicht, wir ernähren sich uns nach Gorilla-Diät, also wirklich natürlich super viel, nicht böse Fettsäuren, gar nichts und auch kein Bratöl und kein böses Salatöl, sondern alles optimal, wie in Grün Essen beschrieben. Dann, und Sie gehen jetzt in die Sonne und sogar nackt. Muss ich die größtmögliche Effizienz haben. Also Gesicht und Hände reichen wirklich nicht. Dann ist es so, dass Sie, wenn Sie eine Stunde bei Mittagssonne sozusagen in der Sonne sind, dann bilden Sie in der Regel so ungefähr 40.000 Einheiten Vitamin D in der Haut. Vorausgesetzt, also dieses Vitamin D bleibt erstmal in der oberen Hautschicht und wird dann erst langsam über 24 Stunden resorbiert. Man sollte dann also direkt nach dem Sonnenbad nicht unbedingt duschen oder in eine Badewanne gehen und mit Seife abbürsten, weil das ist fettlöslich und dann wäscht sich im Prinzip das Vitamin D ins Abwasser, da haben Sie gar nichts davon. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist aber, und das ist das Blöde, wo du vorher dir der Atem gestockt hat oder... Es gibt einige Daten dafür, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel sich da im Schwimmbad hinlegen, nackt, oder mit Badehose, ist ja okay. Und dann denken, Sie kriegen gutes Vitamin D und dann gehen Sie irgendwann mal zum Arzt und messen im Sommer, obwohl Sie jetzt fast jeden Tag, also eine Sache ist klar, Sonnenbrand sollten Sie keinen kriegen. Also wenn Sie einen Sonnenbrand kriegen, war es zu spät. Da geht das Immunsystem runter, da wird sogar Vitamin D wieder zerstört in der Haut. Keine gute Sache. Also Sonnenbrand nicht. Das ist wirklich medizinisches Sonnenbaden. Früher hat man Heliotherapie dazu gesagt. Das ist 2000 Jahre alt. Mhm. Ja, das ist eine alte Form der Therapie. Die hat man vergessen. Mit Sonne kann man viel machen. Mit Licht kann man viel machen. Also auf jeden Fall. Aber Sie legen sich im Schwimmbad hin. Was ist im Schwimmbad? Da haben viele Leute Smartphones. Was ist, wenn irgendwo ein Fleck ist, wo viele Leute Smartphones haben? Klar, logisch, steht irgendwo ein Mobilfunkmasten. Je mehr Aufkommen ist, desto mehr Mobilfunkmasten und desto mehr Leistung steht da drauf. Jetzt hocken Sie da in der Sonne und die Sonne scheint und Sie denken, Sie kriegen jetzt Vitamin D. Ist auch so, aber diese Mikrowellenstrahlen, diese Funkstrahlung geht ja auch in die Haut rein und dieses Vitamin D-Molekül ist natürlich empfindlich auf diese Mikrowellenstrahlung. Das heißt, es wird praktisch zerlegt. Das heißt, das Vitamin D wird mehr oder weniger zerstört. Das ist das eine. Das zweite ist, die Funkstrahlung wird nicht nur absorbiert. Und das wird mit 5G noch schlimmer sein. Aber mit 3G und 2G und 4G und auch Radio und Fernseh und Radar und Behördenfunk, also in der Schweiz Tetrapool, in Deutschland Tetra, die gehen ja praktisch auch durch den Körper durch, lassen ein bisschen Energie da, aber die gehen auch tiefer rein. Und da ist so, dass der Vitamin-D-Rezeptor durch den Mobilfunk sozusagen ausgeschaltet oder blockiert wird. Und das ist ziemlich gefährlich, das sehen wir immer mehr im Labor, also wir können das auch messen. Das heißt, wenn die Leute jetzt sagen, ja, ich habe einen Vitamin-D-Mangel und es kommt ein Heilpraktiker, ja, du musst Vitamin-D nehmen, ist gut gegen Multiple Sklerose, Coimbra-Protokoll gibt es zum Beispiel von Brasilien, oder Vitamin-D ist gut gegen Autoimmunität, Vitamin-D ist gut gegen Krebs, bla bla, nimm das mal. Die nehmen das dann, manchmal 10.000 Einheiten pro Tag, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, eine Million, gibt's alles, habe ich alles schon gesehen. Und dann kriegen sie das und auf einmal landen sie in der Notfallambulanz mit Herzinfarktgefahr, Herzrhythmusstörungen und praktisch psychisch dekompensiert. Wieso?
Ja, weil sie praktisch eine Hyperkalzämie bekommen. Das heißt, die haben viel zu viel Kalzium im Blut wegen einer Vitamin-D-Vergiftung. Das kann passieren mit 5 oder 10.000 Einheiten. Eigentlich mit der Form, die man so frei kaufen kann, nicht. Also selbst das Vitamin-D, was sie eigentlich in der Apotheke kaufen, ist eigentlich auch nur eine Vorstufe. Die ist nicht viel wirksam. Das ist Calcidiol. Ja? In der Haut entsteht praktisch noch eine Vorstufe von diesem Calcidiol. Das Calcidiol ist eine Vorstufe, das richtige Vitamin D ist das Calcitriol. Da ist nochmal eine OH-Gruppe dran gehängt. Aber eigentlich kann es mit dem gar keine Vitamin D-Vergiftung geben, weil der Körper das normalerweise reguliert. Das heißt, er reguliert, wie viel Vitamin D, echtes Vitamin D gebildet wird und wie viel nicht. Also da muss ich noch was nachfassen. Wenn jetzt jemand ein D3 kauft, muss er lesen, was drin ist und konkret auf das, wie heißt es? Cholecalciferol. Das muss drin sein. Und dann ist es das richtige D3. Nein, dann ist es erstmal eine Vorstufe. Ja. Und das ist ja gut so. Das ist ja erstmal gut so. Da kann er nicht viel falsch machen eigentlich. Mhm. Eigentlich kann er nicht viel falsch machen. Eigentlich. Aber eben bei diesen Leuten, wo der Vitamin-D-Rezeptor im Körper blockiert ist, durch Mobilfunk. Mhm. Ach Gott, nein. Oder durch Gifte. Oder durch chronische Infektionen. Zum Beispiel Borrelien machen das weiß man. Auch manche Viren machen das, vor allem gegen Herpesvirusgruppe. Herpesviren, die bilden praktisch einen Stoff, um diesen Vitamin-D-Rezeptor zu verkleben, also praktisch die klebenden Kaugummi drauf, übertragen gesagt, damit dieser Vitamin-D-Rezeptor nicht mehr funktioniert. Weil die wissen das, die können in dem Körper nur überleben, wenn sie diesen Schalter, der aus dem Immunsystem richtig anmachen würde, sodass der Körper die Borrelie oder auch die Krebszelle, die kann das auch, böse Krebszellen machen das, die bilden auch einen Stoff, um den Vitamin-D-Rezeptor zu blockieren. Nur das ist die Voraussetzung dafür, dass Krebs sich ausbreiten kann und nicht bekämpft wird. Das heißt, wenn der Vitamin-D-Rezeptor blockiert ist, dann haben diese chronischen Infektionen gute Chancen, sich voll auszubreiten und Hochzeit zu fahren, und zwar jeden Tag. Darf jetzt ein Zuschauer D3 nehmen oder erst nachdem ein Arzt das freigegeben hat und sagt, ja, du darfst? Sagen wir so, die meisten, ich würde sagen, 50% können es schon ohne Probleme nehmen. Aber bei mittlerweile schon 50% funktioniert der Vitamin-D-Rezeptor nicht mehr so, wie er soll. Und dann kann die Sache schief gehen. Also wenn ich es dann nehme, dann bitte nur in niedrigen Dosierungen jeden Tag. Was heißt niedrig? Also für Schulmedizin schon hoch. Also in der Regel so zwischen 2.000 und 4.000 Einheiten für einen Erwachsenen. Gut, wenn man das macht, ist die Chance gering, dass man einen Fehler macht. Dass man eine Überdosis bekommt. Okay. Weil wenn der Vitamin-D-Rezeptor blockiert ist. Das Problem ist halt, wenn der Vitamin-D-Rezeptor blockiert ist, dann sagt die Zelle immer, weil das funktioniert ja nicht, der Vitamin-D, also Calcitriol, kann sich da praktisch nicht dran binden und sozusagen die ganzen guten Effekte der Zelle auslösen im Immunsystem und die Gene. Es werden ja praktisch 900 Gene abgelesen, abhängig vom Vitamin-D-Rezeptor. Mhm. Der ist aber praktisch ein nuklearer Rezeptor, der ist intrazellulär. Mhm. Und aber wenn du jetzt empfiehlst die Zelle, uns allen, D3 zu nehmen. Also zumindest mal eine gewisse Dosierung, zwischen 1.000 und 4.000, je nachdem. Gut. Muss man aber allerdings dann messen. Mhm. Und in der Regel kann es auch höher sein. Ich gebe auch mal 20, 30, 40.000, kann ich auch mal geben. Ja, aber du bist aber der Arzt, du kannst das. Ja, ich kann noch mehr. Aber manchmal ist es auch wirklich auch nötig, aber in manchen Fällen geht es halt schief. Und deswegen muss man das gut wissen, wie man das macht. Und das ist die eine Sache. Wenn der Vitamin-D-Rezeptor praktisch belegt ist, also zugeklebt ist von Borrelien, sage ich mal, dann oder zugeklebt durch das Stoffwechselprodukt der Krebszellen, dann ist natürlich so, die Zelle selber sagt, Mensch, wir haben gar kein Vitamin-D, weil der Vitamin-D kann ja gar nicht wirken. Die hat praktisch einen Mangel, die sagt Mangel, Mangel, Mangel. Und dann geht praktisch PTH hoch, also ein Nebenschilddrüsenhormon. Und es passiert nochmal was. Die Zelle produziert einen Stoff, der eigentlich aus dem vorhandenen Vorstufen-Vitamin D sofort das Calcitriol macht. Mhm. Sofort. Das führt dazu, dass diese Leute, wo diesen Vitamin-D-Rezeptor blockiert haben, da kann man zwei verschiedene Vitamin-D-Arten im Blut messen, das kann jedes Labor. Und zwar das Calcitriol messen im Blut und das Calcidiol, das ist die Speicherform. Momentan messen alle nur das Calcidiol, das Speicherform, weil sie sagen, das ist ein Wert, ein Maß für Vitamin D. Jetzt ist gerade interessant, die Leute, wo ins Krankenhaus kommen mit Vitamin D-Überdosierung bzw. Überkalzämie, sind genau die, wo man diese Speicherform meistens zu niedrig hat. Und selbst wenn die 20.000 Einheiten Vitamin D oder 40.000 Einheiten Vitamin D am Tag nehmen, ist diese Speicherform Vitamin D immer niedrig, die bleibt immer niedrig.
Aber wenn man jetzt denn mal die Mühe macht und messen würde, das fertige Vitamin D zu messen, wenn man Calcitriol, dann ist das absolut viel zu hoch. Die haben Vitamin D-Überdosierung. Und deswegen die Probleme, die sie bekommen. Also ich kenne ein paar Therapeuten, die messen das immer über das Blut. Beides muss man messen. Beides. Nur eins. Ja, die messen aber, glaube ich, nur eben, eins. Und dann wird das Körpergewicht und alles ausgerechnet. Ja, dann weiß schon, aber das ist viel zu kurz. Ah, ja. Und übrigens, das mit dem Vitamin D ist ein bisschen ein Hype, weil ein bisschen. Also natürlich ist Vitamin D wichtig, aber wenn man Vitamin D gibt, muss immer K2 und zwar Unterart MK7 dazu, weil sonst geht es schief. Das sagt der Herr Spitz zum Beispiel jetzt weg, das K2 sei ein Hype. Nein, das ist überhaupt kein Hype. Das ist noch weniger ein Hype als Vitamin D. Dann das nächste ist, es muss immer Magnesium mit dazu. Calcium muss man je nachdem ein bisschen dazu nehmen, aber nicht zu viel. Und bei Hochdosis bitte kein Calcium dazu. Das ist das eine. Und das zweite ist, man kann, wie gesagt, das Vitamin D eigentlich nur substituieren, wenn dieser Vitamin D-Rezeptor funktioniert. Und diese ganzen Studien, die gibt es. Es gibt wirklich 10.000, 20.000 Studien zum Thema Vitamin D und Gesundheit. Interessant ist jetzt, man hat jetzt nur wenig Therapie-Interventionsstudien. Das muss man sagen. Die Schulmedizin sagt, ja, Vitamin D ist fake. So ein klein bisschen haben sie recht, weil es gibt neu so viele Interventionsstudien, beziehungsweise die Interventionsstudien, die es gegeben hat, wo auch noch ausreichend, also die meisten Interventionsstudien wurden gemacht von der Pharmaindustrie. Die haben kein Interesse, dass Vitamine verkauft werden, weil da kann man nicht viel Geld verdienen damit, weil das sind keine patentierbaren Stoffe. Und deswegen wollen sie nicht, dass die Leute im Prinzip gesund werden, anderweitig, außer dass sie halt ihre hochpreisige Sache anbieten. Das heißt, im Endeffekt, was wir hier reden, ist Geschäftsschäden für die Pharmaindustrie. Weil wir wollen ja die Leute gesünder machen. Wenn die Leute gesund sind, machen Pharmaindustrien Insolvenz. Mhm. Das wollen die nicht. Die brauchen, je mehr kranke Leute auf der Welt gibt, desto besser läuft der Rubel. Aber nochmal, Vitamine, und dann machen die irgendwelche Studien und geben dann 200 Einheiten Vitamin D. Ist natürlich viel zu wenig, funktioniert nichts. 400 ist auch zu wenig, aber das ist der Tagesbedarf. Funktioniert. Das heißt, die machen Studien, da kommt hinterher raus, bringt nichts. Und dann heißt ja, Vitamin D bringen nichts. Oder sogar wie die Presse, als Spiegel zum Beispiel, Vitamin D ist schädlich, wo überhaupt kein Befund ist. Das ist mit dem Omega-3 genauso. Da hat sicher Volker Schmiedl einiges dazu gesagt, bei diesem Fischöl oder Omega-3-Fettsäuren. Genau der gleiche Käse. Da werden so getrickste Studien gemacht, wo eigentlich das Ergebnis schon klar ist, dass es angenehm ist für die Pharmaindustrie, schlecht für die Vitamine. So, aber dann gibt es aber noch wirklich auch die Studien, wo man mehr so gibt und es ist nicht so ganz eindeutig. Es gibt ein paar Studien, die zeigen, dass wenn man Vitamin D nimmt, dass es ein bisschen was bringt, aber so den absoluten Knaller macht es nicht. Aber zumindest mal nicht das, was man erwartet, weil die Beobachtungsstudien sind, die Leute, wo viel Vitamin D haben, allerdings ist immer nur die Speicherform gemessen worden, die haben weniger Alzheimer, weniger Krebs, weniger Autismus, weniger Autoimmunerkrankungen, weniger Osteoporose, weniger Arthrose, weniger Arthritis, weniger Depressionen, weniger Epilepsie, weniger Schizophrenie, weniger Autoimmunerkrankungen, weniger Herzinfarkt, weniger Schlaganfall, weniger Nierenerkrankungen, weniger Lebererkrankungen, also praktisch alles, weniger Muskelerkrankungen sogar. Also sogar, ja, ist so. Das Interessante ist aber, das heißt aber noch lange nicht, dass wenn man Vitamin D nimmt, dass man diese Sachen verhütet. Weil, wenn jemand ein hohes Speicherform hat an Vitamin D, bedeutet das zwei Sachen. Erstens, er hat Vitamin D bekommen, irgendwoher. Sei es von der Sonne, sei es von der Nahrung. Pilze zum Beispiel. Pilze? Ah. Ja. Fisch, Hefe, Vitamin D drin, ist halt so. Und das heißt aber auch, dass dem sein Vitamin D-Rezeptor funktioniert. Mhm. Weil sonst wird die Speicherform nicht hoch sein. Ja, klar. Und die Leute, wo wirklich notorisch niedriges Vitamin D im Blut haben, also Speicherform, Calcitriol, die haben entweder wirklich einen Vitamin D-Mangel, also haben zu wenig gekriegt, oder aber sie haben einen blockierten Vitamin D-Rezeptor. Und da können sie Vitamin D schlucken, wie sie wollen. Die Speicherform von Vitamin D bleibt niedrig. Und dass die natürlich mehr Krankheiten haben, das weiß man mittlerweile. Vitamin D-Rezeptor. Das heißt, wir beobachten eigentlich, dass die Leute, die ein Vitamin D-Rezeptor-Problem haben, mehr krank sind. Das ist das, die Aussage von diesen Studien. Das muss man wissen und dann muss man halt damit umgehen. Das schaffen wir jetzt allerdings, glaube ich. Ja, ich meine, ich habe eh noch drei Fragen, aber ich glaube, es muss eine nächste Sendung geben. Aber nochmals kurz, wenn wir jetzt das abschließen wollen, das D3-Thema und bei Sonnencreme bleiben, wie schützt man sich besser vor Sonne? Durch ein gutes Immunsystem? Nee, also jeder hat einen anderen Hauttyp. Also was ich zum Beispiel erlebt habe, ich bin als Kind, habe ich 150.000 Sonnenbrände gehabt und zwar immer, weil, also bei uns war es auch ein bisschen streng zu Hause. Ich komme aus dem Bauernhof. Mein Vater war nur blind seit seinem 15. Lebensjahr und so. Und irgendwie war natürlich nicht viel Geld da. Und ich musste viel arbeiten dort. Also im Hof,
heuen, von Hand heuen, Kühe, Hühner, Schweine, bla bla bla. Das alles war halt Holz holen, weil wir hatten keine Zentralheizung und so weiter. Also das heißt, man musste halt irgendwie leben. Und weil mein Vater blind war, konnte er zum Beispiel nicht Traktor fahren. So bin ich halt schon mit 11 Jahren mit dem Traktor in der Gegend, fand das natürlich super, mit dem Traktor rumgefahren, Ladewagen rückwärts reingestoßen, alles locker gemacht. Das heißt, ich musste relativ schnell selbstständig sein und die Sachen machen. Meine Mutter übrigens auch. Aber die hat natürlich auch durch einen Arztfehler eine Lähmung gehabt vom Fuß. Das war auch nicht so der Hit, was sie alles machen konnte. So, das heißt, im Endeffekt war es aber, dann gab es ab und zu mal die Möglichkeit, dass ich mal im Sommer, wenn ich gut gearbeitet habe, im Schwimmbad durfte. Da musste man entweder, sind wir mit dem Bus hingefahren, wieder zurückgelaufen, waren 6 Kilometer. Und jedenfalls, ich bin jemand, ein Wasserratte. Das heißt, ich war eigentlich von morgens bis abends dann, wenn ich in meinem Schwimmbad war, im Wasser. Blaue Lippen, gerade egal. Ich war nur im Wasser, weil es war so spaßig für mich, weil ich war wie ein Fisch im Wasser. Das war halt so. Und wenn ich, egal ob ich im Wasser war oder sonst irgendwie, ich habe rote Haare gehabt, ich habe Sonnensprossen gehabt, aber ich habe sofort Sonnenbrand gehabt. Und der war immer so schlimm, dass es dann irgendwann Blasen gegeben hat, die man ausdrucken konnte und wo dann Wasser rausgekommen ist. Also ich habe immer schwere Sonnenbrände gehabt. Ich habe keine Sonne vertragen, ich wurde auch nie braun. Wo diese Amalgamvergiftung war später, habe ich mich sozusagen gerettet mit einer gewissen Ernährung. Das war sozusagen meine letzte Rettung vor dem Tod. Das ging an Dr. Brucker zurück, aber es war praktisch im Prinzip so eine vegane, rohkostbetonte Kost mit keinen Fertigprodukten mehr und ohne Getreide erstmal. Und das Interessante als Nebeneffekt war, nicht nur, dass ich überlebt habe und besser geworden bin, auch im sportlichen Bereich, sondern dass ich einfach auf einmal die Sonne vertragen habe und ich bin auch brauner geworden und ich habe keinen Sonnenbrand mehr gekriegt. Also ich konnte mindestens 10-mal länger in der Sonne bleiben ohne Sonnenbrand. Selbst in Südfrankreich oder so, was vorher undenkbar war. Alleine wegen der Ernährung. Das heißt, die Verträglichkeit der Sonne, und da gibt es ein saugutes Buch drüber, das gibt es vielleicht noch im Antiquariat. Das heißt Dr. Keim, also Kimme, Sonnenlicht und Gesundheit. Da steht im Prinzip alles drin, noch viel mehr drin, was heute wieder so aufgewärmt wird. Mhm. Auch die Studie von den 30er Jahren zum Thema Licht und Gesundheit oder UV angereicherte künstliche Lichtquelle, Stichwort True Light oder Vollspektrumlampen und Gesundheit und so weiter. Da gibt es viel dazu zu sagen. Also die Ernährung ist entscheidend, aber wenn jetzt eine Frau, eine Mutter ihr Kind eingrämen will, was soll sie dann nehmen? Am liebsten gar nichts, oder? Ja, also einerseits sollte man erstmal wissen, wie viel Sonne verträgt man. Und gewisse Sonne ist ja gesund. Und zwar das Vitamin D, was über die Sonne in der Haut gebildet wird, ist viel gesünder wie jedes Vitamin D, was sie schlucken. Weil das Vitamin D, was über die Haut gebildet ist, ist sulfatiert, ist an Schwefel gebunden. Mhm. Und das ist viel, 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 viel gesünder wie das, was sie, egal wo sie es kaufen, Apotheke oder im Bioladen, als das, was sie zuführen. Und selbst das, was im Lachs drin ist oder im Lebertran oder in den Pilzen oder sonst irgendwo. Das ist das eine. Das heißt, das Sonnenlicht-Vitamin D ist besser. Wenn es aber so ist, dass sie wirklich keine andere Möglichkeit, weil sie gerade durch die Wüste wandern und dummerweise auch der Hut weg ist und die Klamotten weg sind, das heißt, sie sind exponiert, dann müssen sie sich schützen, weil schon verbrennen sie halt. Gletschertouren auch. Oder da reflektiert es auch noch im Sand, reflektiert es auch am Meer, kann es reflektieren. Aber dann ist es auch mal okay mit einem Zinkoxid oder Titanoxid? Dann ist okay auch mal mit einem Nicht-Titanoxid, aber zum Beispiel Zinkoxid-Salbe ohne Parabene, ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe sozusagen sich einzucremen. Aber die erste Lösung ist dann, wenn es in den Bereich geht, wo der individuelle Mensch Sonnenbrand bekommt, dass man sich eigentlich mit lockerer Kleidung schützt vor der Strahlung, also sozusagen in den Schatten geht, auch Hut trägt, das ist schon eine sinnvollere Lösung. Und ein bisschen Sonne brauchen sie ja. Nur wenn es nicht anders geht, praktisch Creme drauf zu machen, und das muss absolut biologisch sein. Es gibt eigentlich die Grundlage, steht auch in meinem Buch drin, schmieren sie nichts auf ihre Haut, was sie nicht auch schlucken würden. Gut, das ist eigentlich ein gutes Zitat. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Joachim. Die Sendung ist ganz anders verlaufen, als ich gedacht habe. Aber wir haben angekündigt, über Hygieneartikel zu sprechen. Und über Hygieneartikel. Und ein Stichwort war noch Mikrowelle. Ich möchte auch noch ganz kurz in der nächsten Sendung, wenn du mir erlaubst, noch über Mikrowellennahrung zu sprechen. Denn ich denke nach wie vor, dass sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause ihr Essen aufwärmen oder kochen in der Mikrowelle. Und da interessiert mich auch deine Meinung. Okay. Das wird die nächste Sendung sein. In diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört, es ist alles ein bisschen komplizierter, als wir immer wieder glauben. Und ich möchte Ihnen einfach so weit ans Herz legen, sich da ein bisschen zu
informieren. Es gibt gute Bücher auf dem Markt, auch unter anderem von unserem Gast hier, dem Dr. Joachim Mutter, wo ich heute doch als sehr hohe Kompetenz einschätze und auch ihm viel Vertrauen entgegenbringe und mich mit diesem seinen Büchern auch selber ein bisschen schlauer mache, da ich ja auch Vater bin von 4 Kindern und für alle eigentlich das Beste möchte. In diesem Sinne auch Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, dass Sie dabei waren. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.